Ja, so liebe Freunde, mal hier eine kleine andere Ansicht. Und zwar filme ich das hier gerade alles mit meinem noch alten Handy. Und zwar wird es so ein kleines Unboxing. Denn ihr seht, wie ihr jetzt gleich seht, hier mein neues iPhone ist da, iPhone 6 Plus. Ich habe jetzt die Plastikfolie außenrum schon weggemacht. Und habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach ein kleines Unboxing hier, damit ihr das auch mal seht. Also ich habe jetzt schon ein Jahr, ich glaube ein, nee, 1,5 Jahre, nee, fast 2 Jahre jetzt schon das iPhone 4. Aber das wurde mir dann irgendwie zu alt und zu langsam und der Menüknopf ging auch nicht mehr wirklich richtig. Das habe ich mir jetzt gedacht, kaufe mir doch das neue iPhone. Dann war natürlich noch die Frage, warum, nicht warum, sondern ob es iPhone 6 oder 6 Plus. Und dann habe ich mich halt letztendlich für 6 Plus entschieden, wie wir dann auch hier gleich sehen werden. In Schwarz mit 16 GB. Und ja. Ich zeige euch, also jetzt blende ich dann auch gleich nochmal ein Foto ein, wo ihr dann diesen Unterschied seht von dem 6 Plus zu dem 4er. Ich kann hier einfach mal meine Hand daneben halten. So. Also das iPhone ist einfach nur riesig. Aber wenn ich das jetzt so angucke, das ist mega groß. Und meine Hand ist ja eigentlich schon riesig. Also hier seht ihr, iPhone ist so groß wie meine Hand. So. Dann hole ich das Ganze mal hier raus. So. Man merkt auch schon eines. Es ist wesentlich leichter als das Vierer. Und ja, wenn wir uns hier angucken, kannst du mal wieder lautlos, laut und leise. Was die umgeändert haben, der Anknopf ist jetzt hier seitlich, also hier. Beim iPhone 4 und beim iPhone 5 ist ja nach oben. Aber beim 6 und beim 6 Plus haben die es auf die Seite gelegt, weil es einfach zu groß ist. So, da ist jetzt noch eine Folie drauf. Und ja, das hat, glaube ich, 5,5 Zoll, soweit ich weiß. Und ja, ich kann ja kurz die Rückseite hier noch zeigen. Also in schwarz-grau ist das jetzt. Und ja, ich habe jetzt noch keine passende Hülle dazu gefunden. Was ist denn das da? Das Zeichen sieht irgendwie voll komisch aus. Muss ich mal kurz gucken. Na, das ist anscheinend so. Ja. Gut, also wie ihr seht, einfach ein Riesending. Das werde ich dann auch gleich mal anmachen. Aber ich habe wesentlich dünner. Ja. Dann noch das Bild im Vergleich vom iPhone 6 Plus jetzt zum 4er. Und dann werde ich eigentlich schon sagen, war es das. Obwohl, ich kann nur kurz gucken, was hier noch so alles da drin ist. Neue Bedienungsanleitung. Ah, Kopfhörer, mal wieder, habe ich eh. Kann ich verschenken oder sowas. Natürlich Stromgerät. Jetzt bräuchte ich aber noch hier dieses Werkzeug, um die SIM-Karte da seitlich reinzukriegen. Und das werde ich dann, muss ich dann schauen, wie ich das jetzt mache. Aber man muss sagen, sieht gut aus. Das tue ich da bitte rein. Was halt auch noch das Problem sein wird, es wird in die Hose kaum reinpassen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, wie das sein wird, aber pff. Ja, ich habe mir jetzt einfach 6 Plus bestellt, weil der 6er finde ich, da finde ich die Dimension irgendwie so krass, das ist übelst hoch, also übelst lang, aber zu schmal, finde ich jetzt. Deshalb habe ich mich jetzt für das 6 Plus entschieden. Ich werde das jetzt hier alles wieder einpacken. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich mache es einfach so. Alles klar. Deckel drauf. Was ich auch schon lustig fand, das kann man jetzt hier auf der Kamera nicht erkennen, aber hier außenrum sieht man schon den Umriss vom iPhone. Da habe ich schon gedacht, oh Scheiße, was ist das für ein Riesending? Aber naja, gut. Das war's jetzt von dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, an alle, die jetzt nicht iPhone mögen, ja,
Ist mir jetzt egal, guckt es einfach nicht an oder gibt ein Dislike, ist mir egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in irgendeinem anderen Let's Play und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!